Hallo und ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kanalvorschau für den November. Im November stellen wir euch diese vier Spiele vor. Katakomben, Cold Express, eine Studie in Smaragd Grün und Imperial Settlers. Und Grand Austria Hotel, Pixel Tactics, Tumult Royal und Mysterium. Viel Spaß damit! Imperial Settlers ist ein Kartenspiel von Ignacy Trevicek und bei Pegasus Spiele erschienen. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und dauert ca. 45 bis 90 Minuten. Hinter der putzigen Grafik steckt ein anspruchsvolles Aufbau- und Planungsspiel mit einigen aggressiven Elementen. Pixel Tactics ist ein Kartenspiel von D. Brad Talton Jr. und bei Pegasus Spiele erschienen. Mit dem Ziel, den gegnerischen Anführer auszuschalten, befehligt jeder eine eigene Truppe im Retro 8-Bit-Look. Grand Austria Hotel ist ein Strategiespiel von Virginio Gicli und Simone Luciani und bei Lookout Spiele erschienen. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 12 Jahren und dauert ca. 90 Minuten. Die Spieler sind Hoteliers und es gilt, Gäste anzulocken und zu bedienen. Dabei wartet das Spiel mit einem pfiffigen Würfelmechanismus auf, der gar nicht so glückslastig ist. Tumult Royal ist ein Spiel von Klaus und Benjamin Teuber und bei Cosmos erschienen. Es ist für 2 bis 4 Spieler ab 10 Jahren und dauert ca. 40 Minuten. Die Spieler müssen als Adlige Statuen errichten und bedienen sich, um an Rohstoffe zu kommen beim Volk. Gleichzeitig und verdeckt ziehen die Mitspieler diese Rohstoffe. Wurde dem Volk nicht genug übrig gelassen, kommt es zum Tumult. Cold Express, das Spiel des Jahres 2015, ist ein Deckspiel von Christophe Rimbaud und bei Asmodee und Ludonaute erschienen. Es ist für 2 bis 6 Spieler ab 10 Jahren und dauert ca. 40 Minuten. Die Spieler sind Banditen, die alle denselben Zug ausrauben wollen. Dabei stehen sie sich gegenseitig im Weg und verursachen eine Menge Chaos. Katakomben ist ein strategisches Geschicklichkeitsspiel von Iron West und im Schwerkraftverlag erschienen. Es ist für 2 bis 5 Spieler ab 12 Jahren und dauert 60 bis 90 Minuten. Bis zu 4 Spieler bilden eine Heldengruppe, die in dunklen Dungeons die Monster des anderen Spielers bekämpfen müssen. Dargestellt wird dies alles durch Scheiben und Klötzchen, die geschnipst werden. Mysterium ist ein kooperatives Deduktionsspiel von Oleksandr Nevsky und Oleg Sidorenko und bei Asmodee Libelud erschienen. Es ist für 2 bis 7 Spieler ab 10 Jahren und dauert 42 Minuten. Ein Spieler verkörpert einen Geist und muss mit Hilfe von Bildkarten den restlichen Spielern Hinweise übermitteln. Mit deren Hilfe soll dann der Mörder des Geistes ausfindig gemacht werden. Eine Studie in Smaragd Grün basiert auf der Kurzgeschichte von Neil Gaiman und ist von Martin Wallace. In einer Kombination aus Sherlock Holmes, der H.P. Lovecraft-Welt und der Historie schlüpfen die Spieler in die Rolle von Loyalisten und Restaurationisten mit dem Ziel, jeweils die andere Fraktion auszuschalten. Der Clou ist, dass man nur seine eigene Zugehörigkeit kennt, aber nicht die der Mitspieler.